So, also. Da musst du aufwischen. Parteikonstrukte und Untergliederung von Parteikonstrukten sind wieder Parteikonstrukte. Das heißt, wenn die Länder, die Bundesländer Untergliederung des Bundes sind, sind die Bundesländer auch Parteikonstrukte. Ein Parteikonstrukt ist ein privatrechtliches Konstrukt, ist also automatisch nicht staatlich. Und noch was Schönes, guckt mal in die Thüringer Landesverfassung oder die Sächsische Landesverfassung rein, wenn dort die Weimarer Verfassung inkludiert ist. Ist die auch eine Feinstaat vom Kaiser. So, und wenn die feinstaatliche Verfassung drin ist, ist das Konstrukt, was über die Verfassung entsteht, automatisch auch nicht staatlich. Weil der Verweser ist eine besondere Vertrauensperson des Kaisers, und wenn der Verweser mit dem Feinstaat ein Abkommen schließt, weil er eine Verfassung des Feinstaates akzeptiert, würde er das Vertrauensverhältnis vom Kaiser verletzen und würde automatisch eine Amtsenthebung nach sich ziehen. Das heißt, ein Verweser kann niemals aus dem Feinstaat kommen, weil er würde seine Vertrauensperson zum Kaiser verlassen. Wenn der Verweser nicht aus dem Feinstaat kommt, kann ein Freistaat nie einen Verweser stellen. Demzufolge kann ein Freistaat nie ein Staat sein. Das ist die Argumentation. Und zwar nur deswegen, weil die feinstaatliche Verfassung im Freistaat verankert ist. Und die feinstaatliche Verfassung ist auch im Grundgesetz drin. Wenn man genau guckt, findet man die Weimarer Verfassung von 1919. So, das hindert aber den Bund nicht dran, das Grundgesetz als Bundesverfassung zu akzeptieren. Denn im Ausbildungsmaterial der Bundeswehr steht drin, das Grundgesetz ist die Bundesverfassung. Bundesverfassung als ein Wort. Ja, wenn das so ist und die Richter vom Bund bezahlt werden, sind sie im Prinzip nicht staatlich. Ist das eine Parteienverfassung sozusagen? Ja. Ja. So, also nochmal, die Richter sind vom Bund bezahlt, sind also im Prinzip abhängig vom Bund. Der Bund ist privatrechtlich. Über den privatrechtlichen Bund sind sie in der Feinstaatenverhältnis zum Staat eingetreten, können also nicht der gesetzliche Richter sein. Weil, Hager Landkriegsordnung, Artikel 43, setzt das Landesrecht ein. Mit Landesrecht ist nicht Bundeslandesrecht gemeint, sondern das Landesrecht, was beim Inkrafttreten der Hager Landkriegsordnung gegolten hat. Da sind wir also zurück, 1914. Welcher Rechtsanwalt und welcher Staatsanwalt und welcher Richter hat eine Ernennungsurkunde vom Rechtsstand von 1914? Du musst ein ziemlich alter Rechtsanwalt, ein ziemlich alter Richter sein, der ein Staatsexamen an der Kaiserlichen Universität abgelegt hat. Ich kenne niemanden. Weil die Beamtenverhältnisse sind rechtsunwirksam, 1945 aufgehoben worden. Weil der Besatzer darf nicht in den Staat eingreifen, er darf nur das Land besetzen. Also genießt das Recht, den Staat im Prinzip als Vehikel benutzen, um seine Forderung durchzusetzen. Das darf er. Er darf nicht die Grenzen beruhigen und er darf noch nicht den Staat an sich beseitigen. Hat man natürlich gemacht, weil man hat alle zu Nazis erklärt und alle erschossen, die sich irgendwie als Beamte aus der Deckung gebracht haben. Und wenn ich jetzt hier lese an der Ladung, wir haben eine Urkundsbeamtin unterschrieben, dann frage ich mich, nach welchem Recht? Weil sie muss mit Vor- und Zunahme unterschreiben und ihre Bestattungsurkunde muss vom Kaiser sein. Also diese Ladung würde ich einfach mal mit diesen Rechtsmängeln zurückschicken und somit bitte um sofortige Nachbesserung und eine neue Fristsetzung. Und ich habe mal die Vermutung, dass die Fristsetzung so weit fort ist, dass es dann im Prinzip die Ladung sich erledigt hat. Eine Vermutung, da kannst du mal einfach ausprobieren. Also man muss gegen die formalen Mängel vorgehen, ein formal nichtiges Schreiben ist nach Verwaltungsverfahrensgesetz erstmal zurückzuziehen. So. Und da verlangt man dann, dass eine Ladung, die vormangelhaft ist, erstmal zurückgezogen wird. Weil die Vormängel müssen behoben sein, bevor man in das Verfahren einsteigt. Und wenn man zur Behandlung geht, nimmt man vor der Einlassung in das Verfahren einen Zettel mit und möchte vom Richter die Bestätigung, dass er gesetzlicher Richter ist. Eidesstattliche Versicherung. Eidesstattliche Versicherung. Und man hat auch keine Befangenheitsanzeige mit, dass wenn der Richter diese nicht unterschreibt, man dann sagt, aha, Sie verstoßen jetzt gegen das Grundgesetz, Sie sind das Grundgesetz vereidigt und im Grundgesetz steht, dass niemand dem gesetzlichen Richter entzogen werden darf. So, und dann müsst ihr abwarten, was passiert. Vermutlich wird der Leiter des Amtsgerichtes oder so da, ist gültig. Und damit habt ihr einen Revisionsgrund. Und dann könnt ihr im Landgericht wieder einsteigen mit der gleichen Nummer. Das Rechtsberatungsgesetz ist übrigens gelöscht worden, weil es auch vom Mittler ist. Scheiße. So, gut. Wir haben auch ein lustiges Schreiben von Alois Schwarzenberg, wo bestätigt wird, dass unsere Staatsangehörigkeit aus dem Nationalsozialismus kommt. Wer das haben will, kann das von den Rheinhessischen noch kopieren lassen. So, nächste Geschichte. Handelsrecht habe ich erklärt. Wir wollten noch eine Sache machen. Ich vergesse.
Siegel. Was? Siegel? Siegel, genau. Also, jede größere Stadt hat im Prinzip früher Siegelkarten gehabt. Eine Siegelkarte ist im Prinzip ein A5-Blatt war das meist, mit lauter Karos eingeteilt. Und da war von jedem Jahr ein Siegel drin. Also 1848, 1874, immer dann, wenn es größere Veränderungen in der Verfassung gegeben hat oder in irgendwelchen Besetzungen, sind die Siegel geringfügig geändert worden. Ein geringfügig geändertes Siegel bedeutet immer einen neuen Rechtskreis. Das heißt, die neue Institution muss dann im Prinzip herleiten, dass sie staatlich ist. Wenn sie staatlich ist, kann sie in die Verwaltungsvorgänge der Vorhergehenden eingreifen. Wenn sie nicht staatlich ist, geht das nicht. Wo haben wir den Bruch? Wir haben den Bruch am 28.10., weil wir einen Wechsel haben von der staatlichen Seite in die nichtstaatliche Seite. Und ein nichtstaatliches Siegel ist ein Warnzeichen, also ganz normales, ja, von der GmbH oder irgendwas. Die haben einen dort einen Horn im Gewerbeamt, ein Gewerbesiegel, und das hat auch einen Kreis drum, und das sieht dann aus wie ein Amtssiegel, ist aber nur ein Gewerbesiegel. So, wenn ich mir das vom Freistaat angucke, und ihr guckt mal in die Amtsgerichte rein, was denn in den Gerichtssälen an der Wand hängt. Ist denn das wirklich das staatliche Symbol, was an der Wand hängt? Ich habe noch kein Gerichtssaal gesehen, was ein kaiserliches Logo hinten an der Wand hatte, sondern es ist irgendein Kunstwerk, was auch nicht so richtig aussieht wie das Logo vom Freistaat, sondern es ist im Prinzip eine künstlerische Abbildung, die aber meist in der Weise ähnlich ist dem gewerblichen Logo des Bundeslandes. Jedes Bundesland hat ja ihr offizielles Siegel, ja, und dann immer noch eins rausgegeben, was für die Gewerbebetriebe gültig ist und was die im Prinzip auf ihre Geschäftsbriefe drucken sollen, wenn sie in dem Bundesland eine besondere Leistung erbracht haben. Und komischerweise haben die Amtsgerichte neu dieses gewerbliche Logo über der Eingangstür. Müsst ihr mal beobachten. Sehr deutlich ist es beim Amtsgericht Schulstein-Ernstthal, das Bild werde ich heute noch posten. Die haben unten über den Eingang das Gewerbelogo vom Freistaat. Wieso haben die Gewerbelogo, wenn die so ein staatliches Gericht vom Freistaat Sachsen sind, weil er so unheimlich staatlich ist? Da müssen sie doch eigentlich das Amtssiegel vom Freistaat Sachsen haben. Und dann guckt doch euch mal an, wie die Amtssiegel aufgebracht sind. Der Freistaat Sachsen siegelt nie mit einem geraden Siegel, sondern die verdrehen das immer. Also entweder auf 2 Uhr oder auf 10 Uhr. Und ein verdrehtes Siegel ist ein anderes Siegel. Also ein senkrechter Strich und ein diagonaler Strich ist nicht das gleiche Symbol. Und wenn das Siegel nicht senkrecht steht, hat im Prinzip derjenige nicht wirklich gesiegelt, weil er so einen Siegelbruch begangen. Vor allen Dingen dann, wenn ein Kuli reingeschrieben wurde. Oder wenn ein Text hinter dem Siegel sich befindet. Weil ein Text hinter dem Siegel und ein Siegel drauf ist ein neues Symbol. Und immer dann, wenn ihr öffentliches Schreiben kriegt, was nicht ordentlich gesiegelt ist, wo hinter dem Siegel Text ist, wo jemand ins Siegel reingeschrieben hat, das Siegel nicht auf 12 Uhr steht, habt ihr immer die Möglichkeit, dieses Schreiben auf beliebige Zeit wieder zurückzuschießen. Bestes Beispiel sind zum Beispiel die Hartz-IV-Bescheide vom Arbeitsamt oder Jobcenter genannt. Die könnt ihr aus 2002 immer noch zurückschicken und sagen, hier ist nicht ordentlich gesiegelt. Ich habe zwar Geld gekriegt, aber ich habe eigentlich die Alimentierung nach HLKO zu kriegen. Das ist die Besoldungsstufe 1 der Bundeswehr. Ich hätte die Differenzsumme gerne ausgezahlt. Und schon seid ihr wieder in dem ursprünglichen Verfahren drin. So, jetzt ist noch eine Frage, wie kommen wir denn jetzt zu der Bundesstaatenangehörigkeit? Das wollte ich unbedingt heute noch bringen, bevor mein Videosprache alle wird. Also, viele haben ja die A11 abgegeben. Die A11 ist das Schreiben, was schon bei einigen gewirkt hat, dass sie rausgeschossen haben. Also bei einigen ist es so gewesen, dass die einen Brief gekriegt haben vom Finanzamt, da stand drin, sie dürfen keine Steuern mehr bezahlen. Und dann hat der Arbeitgeber auch einen Brief gekriegt, da stand auch drin, sie dürfen ab sofort keine Steuern mehr bezahlen ans Finanzamt. Ohne einen großen Kommentar, es ergeht weitere Schiffverkehr später oder so. Und die haben sie also sozusagen ins Kaiserreich bis vor 1914 zurückgeschossen, weil der Bürgermeister wahrscheinlich wusste, was los ist. Anderen Leuten haben sie die Schriftplätze komplett zurückgegeben. So, jetzt ist es aber so, wenn die Bundesrepublik eine Firma ist, und sie ist ja über die Rechtserfolge der Weimarer Republik ins Handelsrecht gerutscht, weil die Weimarer Republik selber Handelsrecht ist, kann man in jeder Firma kündigen. Also wenn ich auf dem Schiff anheuere, dann kündige ich und kann im nächsten Haken raus. Wenn ich in einer Firma arbeite und der Arbeitgeber sich gegen die grundsätzlichen Menschenrechte vergeht, indem er zum Beispiel Sklaverei betreibt, kann ich mit einer Kündigung sofort raus. Ich kann sofort auf der Stelle gehen, wenn ich der Meinung bin, mein Arbeitgeber ist ein Sklavenhalter. Weil die Bundesrepublik aufgrund der
Genfer Konvention und der Europäischen Menschenrechtsrichtlinie unterschrieben hat und am 22.12.2014 der Bundestag dem zugestimmt hat, also die Ratifizierung gemacht hat, dass Sklaverei verboten ist. So, und wenn ich dann kündige, müssen Sie einen entlassen. So, und die R12, die wir jetzt noch nachbessern wollen, die hat also dann noch ein paar Anhangsanschreiben dran, um sozusagen jetzt, wenn er das abgegeben hat mit Zeuge, dort die Zeugenunterschrift mit aufzunehmen, dass er dort gewesen sei, der Bearbeiter den Schriftsatz gekriegt hat, entgegengenommen hat und sich geweigert hat, das ordentlich auszufertigen, also Personalstatus auf inaktiv zu setzen und die Bundesstaatenangehörigkeit, die Rechtsstellung, die Bundesstaatenangehörigkeit zu bestätigen. Die können euch nicht einbürgern. Kein Einwohnermeldeamt und auch keine Ausländerbehörde kann eine Einbürgerung machen. Weil wer Staatsangehöriger ist, bestimmt immer noch der Staat. Und der einzige Vertreter in der kaiserlichen Monarchie ist der Vertreter der Monarchie. Und der Vertreter der Monarchie ist der Verweser, weil der Kaiser nun gestorben ist. Also, wenn der Pastor gestorben ist, kriegt die Kirchgemeinde einen Verweser. Dann gibt es einen Verweser. Wenn der Kaiser gestorben ist, kriegt der Staat einen Verweser. Der Verweser vertritt den Staat. Wenn man eine Monarchie hat, muss man nicht jeden fragen, sondern nur einen Verweser. Der Verweser kann wiederum seine Eigenschaft an Amtmänner verteilen. Also es wäre ja doof, wenn man zum Beispiel eine Einbürgerung in Chemnitz machen will, dass man auch schon nach Berlin muss und Verweser aus dem Bett klingeln. Und da hat er seine Amtmänner bestellt und Chemnitz, Leipzig, Dresden hat jeweils Hauptamtmannstelle. Die hatten als Hauptmann wieder Amtmänner unter sich. Nämlich jede Landgemeinde von Chemnitz hatte nochmal jeweils einen Amtmann. Und die durften alle Einbürgerungen machen. Wir haben geguckt, ja, ist kein Strafdieb, zack, hat er einen Stempel gekriegt und hatte eine Einbürgerung. Diese Einbürgerung darf die Bundesrepublik aber nur notstandsrechtlich machen, damit derjenige, der hier Asyl zu beanspruchen hat, weil er politisch verfolgt wird oder weil sie den Kopf abschneiden wollen, und einem Christen in Iran würde ich das durchaus zugestehen, dass er verfolgt wird, weil es eine ernste Gefahr ist. Aber aus dem Kosovo wüsste ich nicht, dass wenn er so schlimm verfolgt wurde, dass man dort nicht leben kann, wenn Deutsche dort Urlaub haben. Das steht in Tschetschenien. Oder so, gut. Also man muss dann schon sehr gucken, das heißt, auch mit Asyl ist noch lange keine Einbürgerung damit verbunden. Und das, was die Bundesrepublik macht, ist nach § 30 Verfahren, die Leute dann zu Deutschen zu erklären, weil die sagen, es gilt der Wohnort. Nee, es gilt nicht der Wohnort, es gilt der Geburtsort. Das Rustag geht in den Geburtsort, das Stag geht in den Wohnort. Wenn die sagen einfach, der hat ja ein halbes Jahr gewohnt und hat ja Kinder gezeugt und deswegen ist er eingebürgert. Nee. Wenn er kein Deutscher ist, kann er auch nicht eingebürgert werden. Hat er sich erstmal illegal aufgehalten, weil er hat beim Amtmann keine Einbürgerung gemacht. Und wenn der Amtmann nicht tätig wurde, ist er nicht eingebürgert. Also kann man auch nicht wählen. Der ohne Pass reinkommt, was ist mit dem? Da ja, der ist illegal hier. Da hat er 48 Stunden Zeit, das Land zu verlassen. Aber ich habe gesagt, nach 6 Monaten, wenn Sie hier sind, kriegen Sie das Gewicht. Nee, im kaiserlichen Recht gab es das nicht. Weil der Amtmann muss die Möglichkeit haben, ihn rauszusetzen. Und wenn ein Rechtsstillstand ist, ist der Amtmann nicht tätig geworden. Man muss sich das so vorstellen, ich erkläre es mal mit dem Straßenbahnführer. Der Straßenbahnführer ist erschossen worden oder ist gestorben. Was ist nötig, damit die Straßenbahn im nächsten Dienst wieder pünktlich fahren kann? Muss ich neue Gleise legen? Nö. Muss ich eine neue Straßenbahn bestellen? Oh, nein. Reserve. Ich muss möglicherweise einen Schlüsseldienst holen, weil der Schlüssel von dem versiebt worden ist. Aber ich muss einfach noch aufschließen und dann starte ich das Ding und setze einen neuen Mann rein und dann geht's los. Also ich muss nur einen Verweser wählen, damit der Staat handelsfähig wird. Das ist die Message. Ich brauche keine neue Straßenbahn, ich brauche keine neuen Gleise, ich brauche keinen neuen Fahrplan. Ich muss dann einfach die nächste Fahrt machen. Und die nächste Fahrt ist die Fortsetzung des Protokolls vom 28.10.1918, 0 Uhr. Von dort wird das Protokoll fortgeschrieben. Und alles, was Max von Baden gemacht hat, kommt alles in Mülleimer. Weil bei Friedensschluss muss das Kaiserreich Besenrein übergeben werden. So. Und das zu schaffen, ist einfach nur, dass wir uns vernetzen. Deswegen habe ich auch nicht erlaubt, dass er für das Radioprojekt eine Überweisung macht oder PayPal. Ihr sollt gucken, wer im nächsten Ort einen Stammtisch hat, der in der richtigen Richtung unterwegs ist. Dann gebt ihr euer Zeug dorthin und da lernt ihr euch kennen. Und wenn ihr immer einen Monat darüber fahrt in den nächsten Ort, lernt ihr die Truppe kennen. Und dann ladet doch nicht einen Stammtisch zum anderen ein. Ja? Der eine Stammtisch will das, der andere will das. Es soll die Vernetzung passieren. Wenn ich 1 Euro von Rügen nach Sachsen transportieren kann, kann ich auch später in der Krise 1 Kilo Mehl von Rügen nach Sachsen transportieren, umgedreht. Wenn die Verbindung immer hergestellt ist, aber eine Telefonnummer kennt, weiß, wo sein Haus wohnt, dann kann man diesen Warenabgleich genauso machen. Ne? So,
Weil wir müssen damit rechnen, Telefon, Internet, Banküberweisung kann von über Nacht mal nicht mehr funktionieren. Es kann sein, du schiebst deine Plastikkarte rein und der Automat sagt, schön Dank. Aus. Geht der Bildschirm aus. So, da muss das Leben weitergehen. Es geht nur weiter, wenn wir die Grundsicherung unserer Lebensqualität erhalten können. Das heißt, warm, trocken, sicher. So, und in dem Sinne möchte ich euch bitten, dass ihr euch nicht auf irgendwelche Konzepte einlasst, wo ihr wisst, der Amtmann hätte dem nicht zugestimmt. Also überlegt euch immer, der Amtmann sitzt in seiner Stube, Maxl kommt rein und erzählt dann irgendwas, ich bin der Maxl aus dem Hause Schlagbestohlen. Da sagt der Amtmann, was? Da sagt er, ich bin der Maxl aus dem Hause Schlagbestohlen. Da sagt der Amtmann zu 90%, geh scheißen. Und das ist das, was ich immer wieder sage. Der Amtmann wird sagen, geh mir aus der Sonne. Bei 1914 gab es niemand, also keinen Grabstein, wo draufsteht Maxl aus dem Hause Schlagbestohlen. Sondern da stand immer Max Schlagbestohlen auf dem Grabstein. Da kennt ihr jedes Kriegsopfer dann mal ablaufen in der ganzen Gegend, das wird ihr nicht finden. Also diese Formulierung aus dem Mittelalter. Wenn aber der Amtmann zu der Zeit schon Verfügung gemacht hat und mir sagen, bis zu dem Zeitpunkt ist es staatlich, dann muss der neue Verweser das erstmal beschließen. Der neue Verweser kann ja sagen, er kriegt die vollen Menschenrechte des Maxl aus dem Hause Schlagbestohlen. Das kann er machen, das kann er in Schriftstellen ausfertigen, in Verfügung, aber das muss der Verweser machen. Das könnt ihr nicht als Verein machen und ihr könnt euch schon im Gasthof zusammenhocken, das einfach beschließen oder im Gerichtshof gründen, sondern der Verweser ist derjenige, der es ausfertigen muss. Ihr müsst einfach nur die Mehlen, den Straßenbahnführer wieder einsetzen und so vor da lang. Nimm dann mal ein anderes Thema. Gut, okay. Keine Straßenbahnfahrer. Habt ihr das jetzt gerissen? Also immer dann, wenn der Amtmann sagt, gehen wir aus der Sonne, dann wisst ihr, dass das Konzept nicht funktioniert. Oder wenn eine Verbindung zur Weimarer Republik da ist, wisst ihr, dass es nicht funktioniert. Weil der Amtmann hätte sich auf die Weimarer Republik nicht eingelassen. Er hatte die kaiserlichen Punkte abzuarbeiten. Okay, dann wünsche ich euch für den Tag hier noch, eher noch eine Frage. Ja, der Verweser muss eine Loyalitätserklärung gegenüber der kaiserlichen Verfassung abgeben. Also wenn er im Prinzip Bundesrecht machen will, kommt gleich eine Amtsenthebung. Er sollte ein ehrlicher Mensch sein, der nicht darauf aus ist, Macht auszuüben, sondern zunächst erstmal im Dienst sein. Weil Minister heißt dienen, der Dienende. Und im Prinzip ist der Verweser ein armes Schwein, weil sein Leib und Leben in Gefahr ist, weil alle ihm noch ein Leben trachten, weil der Verweser bestimmt ja, welche Währung in dem Gebiet gültig ist. Und ihr wisst ja, was mit denen passiert ist, die in ihrem Land eine eigene Währung einführen wollten. Libyen, Syrien, Iran, Irak, Russland, Jelzin, Afghanistan, USA, John F. Kennedy. Naja, müsst ihr mal drüber nachdenken. Ceausescu. Ist aber jetzt in den USA bzw. in den neuen Vereinigten Gründeten Staaten wieder das gleiche. Es ist ja jetzt die US Treasury Note, die US Note eingeführt, weil die Fed ist ja versiegelt worden. Ja, weiß ich nicht. Also, momentan ist es schwierig. Ich denke an Südafrika, die hatten auch mal vor, eine eigene Währung zu machen. Namibia. Was hält man noch ein? China gab es mal ein bisschen Rangelei. Wie ist mit Tunesien und so? Naja, eben. So, also, ein Verweser lebt gefährlich. Wenn ich Verweser wäre, ich würde erstmal, ja, hätte die Wahl zwischen BRICS-Währung, was die Russen machen, oder Schweizer Franken. Weil was ist denn Schweizer Franken? Schweizer Franken ist nämlich der Wirtschaftsverbund Österreich, Ungarn, Schweiz. Kann auch machen. Ja. Man könnte auch Slotty nehmen. Auch Slotty würde funktionieren, weil ja im polnischen Gebiet Slotty ist. Krone, alles. Krone würde nicht gehen. Krone gehört in Österreich und Ungarn. Was ist denn mit Mark? Nee, das ist ja. Das ist der Mark. Ja. Niemand kann die kaiserliche Mark außer Kraft setzen. Wenn er ich habe das immer drin. Ja? Bloß, wenn er mal eine kaiserliche Mark in der Hand hat, ist serlappisches Klopapier. Also kein schöner Geldschein, leicht zu fälschen, das wird man also heute nicht mehr machen. Die Münzen sind sehr schwer, meist aus Silber oder mit Legierungen, aber ich denke mal, es hängt nicht an den Münzen und auch nicht an dem grünen Papier, sondern es hängt daran, dass hinter der Währung ein Arbeitskraft stecken muss. Und wenn man zum Beispiel sich darauf einigt, dass zum Beispiel eine Mark eine Handwerkerstunde ist,
dann ist eine Stunde eine Stunde. Wenn der Handwerker eine Stunde gearbeitet hat, kriegt er eine Mark. Und dann ist es nur die Frage, was gebe ich dem Arzt und was gebe ich dem Friedhofsgärtner und was gebe ich dem Straßenbahnführer. Mehr oder weniger. Das ist eine Währung, da brauche ich keine Inflation. Weil eine Stunde ist auch in 10 Jahren noch eine Stunde. So. Und jeder kann ja nur in einer bestimmten Zeit eine bestimmte Menge arbeiten. Und dann ist einem dann Erschöpfung da. Und diese Handwerkerstunde muss ja was sein, was er sein ganzes Leben ausführen kann. Also kann das nicht in unermessliche steigern, sondern irgendwann wird der körperliche Verschleiß einsetzen. Dann wird es kein Milliardär. Na, genau. Also muss es über einen natürlichen Verschleiß, einer natürlichen Arbeit definierte Arbeitseinheit einer Stunde eines Handwerkers sein. Weil alle anderen Arbeiten, die bunte Zetteln ausfüllen oder irgendwas anderes, ist eine logische Arbeit. Und das meiste ist völlig unnötig. Aber ohne Fahrbahnmann, ohne Tischler, ohne Straßenbauer, ohne Häuslerbauer, ohne Krankenschwester geht ja nichts. Die müssen alle eine Stunde arbeiten. Also darüber kann man nur das Finanzsystem sichern. Wir haben einen Staatsbürger, der mal gesagt hat, nur Arbeit schafft neue Arbeit. Bis jetzt konnte niemand aus dem Europaparlament diese These widerlegen. Und ich habe Leute gehört, die haben gesagt, wenn man bestimmte Begriffe in dieser Rede austauschen würde, könnte man diese Rede heute noch im Europaparlament halten, das würde keiner merken. Nur Arbeit schafft Arbeit. Das heißt, das eine Gewinn ist das nächste Einkommen. Und wenn wir das vergessen, indem wir einfach Geld aus der Luft schöpfen, brauchen wir uns nicht wundern, dass die Inflation uns irgendwann auffrisst und dass wir nur noch für Zinsen arbeiten. Momentan arbeiten wir für über 80% Zinsen. Weil in jeder Steuer steckt man kostenartig wieder Steuer drin. So, und wenn wir die Steuerlast nicht mehr erarbeiten können, dann bricht das Wirtschaftssystem zusammen. Wir sind schon so weit, weil weltweit haben ja die BRIC-Staaten, 210 Staaten haben sich ja zusammengeschlossen und haben die Verträge schon bereits unterzeichnet, dass alle zukünftigen Währungen nur noch mit Gold gedeckt sein müssen. Also, ja, ein Viertel von Gold. Was? 25%. Mit Sachwerten. Steht nicht Gold da, Sachwerte. 25% Sachwerte. Also ja, Kohle kann auch. Immer, aber das fällt auch. Ja. Die ganzen Werbefilme und alles sind schon alles gemacht. Und es ist nur noch der Tag X, steht noch nicht fest. Ja, das ist veröffentlicht wird. Aber richtig, dass der Euro wegbricht, der US-Dollar wegbricht, also, alle anderen Währungen, alle Papierwährungen in der Welt, das steht schon fest. Ja. Also es ist die Aufgabe, im vollen Galopp dem Jockey das Pferd unter dem Arsch wegzuschießen und ohne dass er runtergefallen ist, ein neues Pferd runterzuschießen. Wenn man diese Aufgabe schultern kann, haben wir keine Krise. In allen anderen Fällen haben wir eine Krise. Also müssen wir euch auf wenigstens 3 Wochen Chaos einmischen. Da empfehle ich das im Galopp zu machen, weil da ist der wenigste Kontakt, wenn du. Ja, also es ist ein kleineres Pferd, können wir drunter schieben, weil. Gut, alles klar. Dann bitte ich einfach den nächsten Redner nach vorne und ich mache es fest.